Da geht mir echt die Flitze, Alter. Ich kann jetzt nicht sehen, wo er ist. Lauf, Mädel, lauf! Okay, wir können ihn auf jeden Fall abhängen. Ich gehe kurz hier rauf. Tschüss. Hui! Ach, guck mal, hier können wir sogar ganz hoch. Ach, wir sollen hier sogar lang, glaube ich. Na, schön da unten. Und wie ist so Indiana Jones? Hast du den Heiligen Gral schon gefunden? Ich sollte mal aufhören, über meine eigenen Witze zu lachen. Ja, das war ja sehr intelligent von mir gewesen. Wie das jetzt passieren konnte, ich habe keine Ahnung. So, Mann. Ich kann hier nicht genau sehen, wo ich gerade lang stolziere. Oh, hier. Hast du Bock zu spielen? Warte mal, hier. Schenke ich dir. Oh, jetzt machen wir ihn echt aggressiv, Alter. Hier, voll auf den Kopf rauf. Geil, so. Ja, das war... Ich bin mir, glaube ich, ein bisschen zu sicher. Ja. Das war meine eigene Schuld gewesen. Meine eigene Dummheit. Toll. Ja. Ja, komm, aber wir haben ihn abgeworfen. Wir haben ihn voll gegen Kopf gesplattert, ja. Das war es einfach wert gewesen. Das war es einfach wert gewesen, ihn einfach mal so zu demütigen. Ganz ehrlich, das musste einfach sein. So. Nochmal dasselbe Spielchen. Ich bin heute echt oft am Verrecken, bemerke ich gerade. Geh mal weg, du. Ey, wie, du krabbelst jetzt hier rein, ne? Ja, diese Finger auch, ne? Und wer hat denn so eine Arme? Was macht der da jetzt? Der... vor allen Dingen, warum hat der überhaupt hier überall so viele Bücher rumstehen? Der kann doch gar nicht lesen. Naja. So, warte mal. Warte mal eben. Bitte greif hier nicht rein. Bitte greif hier... Warum greifst du da rein? Das Teil liegt auf der anderen Seite, du Idiot. Ey, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Also... irgendwas mache ich falsch, ne? Irgendwas mache ich falsch. Und nochmal. So, ich sollte nicht rennen. Okay, pass auf. Wir werden jetzt ganz normal hier reingehen. Einmal hin da. So, Schnauze halten. Jetzt geht er wieder hier hinten hin. Ah, wir hätten jetzt loslaufen müssen. Wir hätten jetzt loslaufen müssen, glaube ich. Vielleicht geht er ja nochmal zurück. So, warte mal. Ich habe mir mal eben kurz hier was gegriffen. Ja, ja, ja. Komm hier rum. Komm hier rum. So, und jetzt lauf. Lauf, lauf, Kleine, lauf. Ja, so. Oh, da, da, komm, 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 komm. Oh Gott. So, warte mal, der grappelt jetzt höchstwahrscheinlich wieder hoch. Oh, die Sicht ist hier gerade echt kacke. Ich kann nicht genau sehen, ob ich hier runterfalle oder ob das so klar geht. Okay, pass auf, wir gehen jetzt ganz vorsichtig... Oh, fuck. Immer weiter, immer weiter. Nee, dieser blöde Affe. Ich guck mal ganz kurz, wo müssen wir weiter? Nach unten oder nach oben?
Da oben ist aber auf jeden Fall noch eine Kerze. So, warte mal, er hat sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Okay, wenn ich den Affen jetzt werfe, dann wird er natürlich wieder auf uns aufmerksam. Egal, wohin ich den werfe. Er wird dann definitiv hier nochmal alles ein bisschen absuchen. Ganz vorsichtig hier rum. Dass er auch immer direkt anfängt loszugrölen, das blöde Ding, ne? Wenn man den nur berührt. Schnauze. Hoch da. Ich speichere jetzt. Speicher! Oh, danke schön. Vielen Dank. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Das ist jetzt die Frage. Aufs andere Regal rüber? Oder wie jetzt? Nee. Wo muss ich jetzt lang? Okay, ich könnte mir denken... Scheiße, bin ich jetzt... Ich darf nicht... War überhaupt nicht laut gewesen. Ah nein, wir haben ein Problem. Ist das hier richtig? Wo soll ich denn hingehen? Hier ist ein weiteres Regal, aber... Oder müssen wir dann von dort aus... Ich habe keine Ahnung. So, warte, ich gehe hier nochmal eben kurz... Geh da hoch. Ich gehe hier nochmal eben kurz hoch. Ich versuche mal... Wir haben ja gespeichert. Deswegen kann uns das jetzt eigentlich relativ wein sein. Ja, das hat gut funktioniert. Das, war eine super Idee gewesen. Ich blick das gerade nicht so ganz. Wo wir hin müssen. Warum? Warum bin ich hier? Warum zum... Was? Ich hab da doch gespeichert. Also... Irgendwann reicht's auch mal, ne? Oh, tut mir leid, wenn ihr jetzt immer wieder dasselbe hier angucken müsst, aber... Ich guck nochmal eben. Ist hier irgendwas? Dieser Bücherstapel hier, der erschien mir irgendwie so dubios, aber... Das Regal da oben auch, aber da kommen wir natürlich nicht rüber. Jetzt sag nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich... Ist doch... Alter, nee, du. Da laufen wir die ganze Zeit um Regale rum, ne? Und dann kannst du hier einfach hochkrabbeln. Mobbing-Spiel hier. Mit deinen ekligen Fingern, Alter. Geh mal weg damit. Wann hast du die dir denn mal das letzte Mal gewaschen, ey? Die sind ganz schwarz. So, ganz vorsichtig hier lang. Er hat noch keinen Verdacht geschöpft. Und warum ist die Kerze an? Ich dachte, wir hätten... Oder sind das... Ah, das sind höchstwahrscheinlich bestimmt auch wieder so eine... Oh, ich dachte gerade, der Block fällt darunter. Sind bestimmt auch wieder so eine sammelbaren Dinger. Das wird es wahrscheinlich wieder sein. Nee. Ja, so. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Natürlich. Wie konnte ich nur so blöd sein und das übersehen, ey? Also, okay, pass mal auf. Wir lenken ihn mal eben kurz ab. Geh mal gucken. Ich glaub, da wäre er gewesen, du. Da war wer gewesen, nochmal. So, kletter hoch da. Mach zackig, Mädel. Komm, Rinder. Hui. Meins. Ja, jetzt müssen wir das Ding nur zurückbringen. Hat er das gehört? Ich hoffe nicht. Oh, das Geknatsche, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, guck mal, da hinten auf dem Stuhl liegt noch ein Hut von ihm. Hier, nimm mal mit.
müssen jetzt aufpassen, dass ich das Teil jetzt hier nicht fallen lasse. Ganz vorsichtig. So. I have a plan. Oh, warte. Die ist ja gar nicht angegangen. Die muss natürlich auch angehen. Warum geht die nicht an? Ich dachte, wir können jetzt hier... Oder mit dem Fernseher. Natürlich. Alter, was ist das denn für ein Sender? Da willst du nicht herkommen? Da kommt er. Der Schlingel. Der Langfingergnom. Gott. Komme ich mit dem hier auch? Nee, komme ich nicht. Ja, wir lassen den jetzt einfach mal da hinten ein bisschen RTL gucken. Dann, ich glaube, das wird ihn bestimmt ein bisschen beschäftigen. So. Naja, komm, die Kerze lasse ich jetzt da. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das will ich jetzt nicht riskieren. Dieser scheiß Sender, Alter. Was ist das? Was ist das? Das ist ja qualvoll, sowas. Kein Wunder, dass er erblindet ist. So. Stopp. Warum haben wir nicht gespeichert? Warum wurde nicht gespeichert? Ach, das Klavier hängt unten? Warum? Ach nee, das... Ah nee, das ist normal. Das hing vorhin auch schon da unten. Ah, wir müssen das jetzt hochkriegen, natürlich. So, warte mal. Ja. Warte, ich kann die doch sicherlich... Nein! Halt dich doch fest! Warum hältst du dich nicht fest? Warum hältst du dich nicht fest, Mann? Oh. Mann. Yay. Wie schön. Du mich auch, Spiel. Ganz ehrlich, du mich auch. Wir hätten einfach weiterdrehen müssen, der braucht ja ein bisschen. Gott, mach das aus! Was ist das da überhaupt? Ist das eine Kochsendung oder was? Genau, Kollege, geh mal hin. Teenie-Mutter fängt an. Da geht mir echt die Flitze, Alter. Da geht mir echt die Flitze. Was macht er da? Was wird das? Ja, komm, ich... Ich lass dich da jetzt einfach mal, ne? Das, Wir lassen ihn mit seinem Problem jetzt einfach mal ein bisschen alleine, ja? Jetzt kommt er aber. Schließ an den Kack. Kommt er hier hin? Ich hoffe nicht. Ah, wir können uns hier, warte mal, ich will, da kommen wir natürlich nicht hoch. Ich würde mir jetzt gerne ein kleines Versteck suchen hier, ne? Gibt's hier irgendwo ein Versteck? So, er geht wieder Fernsehen gucken. Ja. Wollen wir? Ich drehe jetzt einfach. Sollte reichen. Ja. Hui, so. Fliege ich hier fast runter, Alter. Oh Gott. Nein, 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 nein. Geh mit deinen Griffeln weg. Geh mit deinen ekelhaften Griffeln da weg. Jetzt ganz vorsichtig hier einmal. Gott. Alter. So, warte. Wir haben es ja gleich. Hör auf, da rumzuklimpern. Halt dich fest. Oh.
Heidewitzka, die Mettwurst, Alter. Das war jetzt echt. Okay, und wo sind wir hier? Das sieht ja wieder sehr vielversprechend aus. Das ist ja wieder, ja, wow. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tobi.